So, meine Damen und Herren, so schnell geht der Flug am fliegenden Teppich vom Waldviertel nach Wien. Wir sitzen da im heurigen Betrieb Leitner im 16. Bezirk mit einem wunderschönen Blick über Wien und haben einen Gast, da ist die Aussicht nicht so schön, muss man ehrlich sagen, von der FPÖ, Abgeordneten Christian Hafenecker. Nachdem wir beim heurigen sitzen und müssen wir uns begrüßen. Servus. Zumal Prost. Servus. Was dir der Standard macht, den Standpunkt? Das ist immer zu hoch. Bin ja kein Intellektueller. Danke, dass du Zeit gefunden hast. Wir haben ja letzte Sendung angekündigt, wir dann normalerweise mit Leuten reden, die meiner Meinung sind. Ist nicht sehr wahrscheinlich, dass du in allen Punkten meiner Meinung bist. Du bist jetzt aufgefallen als Fraktionsführer der FPÖ im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Und immer mehr Leute sagen eigentlich noch, wenn man den Hafenecker mit Türkise vergleicht, dann ist der eigentlich eh in Ordnung. Stört dich das oder gefällt dir das? Naja, also wenn man mich mit Türkisen vergleicht, dann stört mir mal grundsätzlich der Vergleich, den man so anstellt. Wenn man dann aber zu dem Schluss kommt, dass ich im Vergleich zu Türkisen in Ordnung bin, dann soll mir das recht sein. Denn ich würde schon sagen, das Bild, das wir da die letzten Wochen und Monate mitbekommen haben, die sind nicht dazu geeignet, diese Bilder, die es da so gibt, dass man gern sich mit diesen Leuten auf eine Stufe stellt. Von dem her kann man mit dem ganz, ganz gut leben. Die Sorge ist ja, dass den Ibiza-Urschuss, der heißt ja nicht zu gerade Ibiza-Urschuss, denn den Ex-Chef, der dich sozusagen zum Generalsekretär gemacht hat, hat sich Strache, Pladlwach Ibiza, verkauft die Republik und so weiter, und heute wird über das gar nicht mehr geredet. Wie ist denn das gelungen eigentlich? Ja, heute sitzen wir beim Heurigen. Ich hoffe, dass wir jetzt da nicht Pladlwach sind im Übrigen, also dass man da nicht gleich die Analogie ziehen kann. Nein, aber Fakt ist, der Ibiza-Untersuchungsausschuss heißt ja nur im Volksmund so, es geht ja um die mutmaßliche Käuflichkeit der Türkis-Blauen Bundesregierung, das ist ja der fachliche Terminus dazu. Und naja, da hat sich einiges gedreht einfach im Zuge der letzten Monate, wenn wir es ja angeschaut haben, wo es da mutmaßliche Käuflichkeiten gegeben haben könnte. Da sind am Anfang Dinge gekommen, die sicher nicht angenehm für die FPÖ gewesen sind, wo man vielleicht auch noch das eine oder andere untersuchen muss. Macht ja die Staatsanwaltschaft, das ist doch eh alles klar und bekannt. Ja, aber im Zuge dessen ist man draufgekommen, dass es offenbar einen Teil in dieser Bundesregierung gegeben hat, der sich wirklich überhaupt kein Blatt vor den Mund genommen hat, der wirklich nur gierig überall hingegriffen hat. Und das war in dem Fall die Türkise Krake, und mit dem arbeiten wir eben gerade, was da alles so läuft. Und wir versuchen halt jetzt diese Leichen, die die ÖVP irgendwo vergraben hat, auch wieder auszugraben, was nicht immer einfach ist. Kann man sagen, dass ihr für die Korruption einfach gesteppert wart? Jetzt volkstümlich ausgedrückt, weil wenn ich mir Schwarz-Blau 1 anschaue, Eurofighter und die ganzen Geschichten etc., Karl-Heinz Grasser war einmal einer von euch. Na Moment, der ist aber schon am ÖVP-Vorstand dann gesessen. Ich glaube, das ist sein Feinschliff, glaube ich, da hat er schon mal ÖVP gekriegt. Aber und der hat ihm schlussendlich erwischt halt auch eine gute Strafe eingebracht. Erwischt werdet jetzt nur ihr. In der Regel, ne? Also egal, was man sich anschaut, kann man sagen, die Türkisen sind da einfach professioneller, was diese Dinge betrifft. Naja, hast du noch einen Aufholbedarf? Du hast ja vorher bei der Einmoderation gesagt, wir werden vielleicht nicht immer einer Meinung sein, und ich kann da absolut nicht recht geben. Nicht? Aber ich habe zumindest einmal gehört, also das, was man den Freiheitlichen da vorwirft, wäre eventuell ein Handtaschendiebstahl gewesen, und das, was die ÖVP macht, ist die Cosa Nostra. Nicht? Und ich glaube, das ist vielleicht der Vergleich, den man ansatzweise ziehen kann, ohne dass ich da jetzt meine Partei in den Schmutz ziehen möchte, aber die Cosa Nostra, und wir haben den Familienbegriff, den haben wir in den letzten Wochen und Monaten auch immer wieder gehört, ne? Du gehörst zur Familie und so weiter, wir haben ja da ganz tolle Chats gelesen, und ich glaube, der Familienbegriff ist genau der richtige für die ÖVP und für ihr Verständnis, und das Witzige ist ja, dass sich ja daraus auch schon mittlerweile Dinge entspinnen, dass ja sogar die Mafia in Sizilien schon angefressen ist, wenn ihr ÖVP-Methoden vorgeworfen werden, also vielleicht ist der Spin genau der richtige. Würde ich jetzt nicht fragen, woher du Kontakte zur Mafia in Sizilien hast und das warst, aber die Geschichte ist ja, dass man, wenn man jetzt Ibiza hernimmt, du warst ja da sozusagen, du warst nicht mit, ja, gibt ja das Gerücht, das haben auch mal die Wuchtel gemacht in der Sendung, dass die Usche Stenzel dabei war, nur unter dem Tisch und keiner gefilmt. Eine meiner besten Wuchteln, finde ich. Und ihr habt das alle nicht mitgekriegt, dass der Strache über Jahre seine Spesen so abgerechnet hat, wie er es abgerechnet hat. Das hat keiner gewusst. Das gibt es ja auch Aussagen von der glaube ich, Dagmar Belakovic-Jenewein aus irgendwelchen SMS-Verkehren, die sagt, erst hat ja jeder gewusst, was der alles gemacht hat. Dir ist das nie aufgefallen. Mir ist es nie aufgefallen, ich habe als Generalsekretär mit den Finanzen nichts zu tun gehabt. Ich bin im Übrigen bei der WKStA dazu befragt worden, habe genau das ausgesagt. Fakt ist aber auch, dass es ja da verschiedenläufige Aussagen gibt. Strache sagt ja nach wie vor, dass er nichts Unrechtmäßiges gemacht hat. Na, was dem stehen andere Aussagen entgegen. Ich kann es schlicht und ergreifend nicht bewerten. Na, weil was glaubst du, nicht was du weißt? In dem Zeitraum, wo das gelaufen ist, war er erstens einmal nicht einmal ansatzweise in der Nähe davon, dass er das beurteilen konnte. Ich war auf Ibiza und beim Skifahren nie mit. Ich kann es nicht sagen. Für mich ist eins klar,
jeder Parteichef, und das soll sich bitte jeder bei der Nase nehmen, wird über ein Spesenkonto verfügen, das er für gewisse Dinge einsetzt. Es ist nur die Frage, werden damit private Handtaschen gekauft, wird sonst was gemacht, was jetzt im Vorwurf steht, oder nicht. Ja? Aber es wäre doch irgendwie komplett abartig davon auszugehen, dass Sebastian Kurz, wo wir die Friseurrechnungen um 560 Euro haben und so weiter und so fort, dass jeder Parteichef nicht ein Spesenkonto hätte, das er verwenden kann oder wo es halt um gewisse Repräsentationsausgaben geht. Das ist, glaube ich, mit Zuschüssen etc. Das war ja das, was bei Iron Worldern mehr geschaut hat, als das, was der auf Ibiza geredet hat. Da haben wir gesagt, die richten sich. Das ist der springende Punkt. Und ich weiß nicht, welchen Helden das eingefallen ist, das als Mitzuschuss zu bezeichnen. Ja, das ist wirklich was, was man nicht. Du verkauft? Das ist jedenfalls was, was man überhaupt nicht so erklären kann. Man müsste wahrscheinlich. Volkswohnbeitrag. Volkswohnbeitrag ist ein lustiger Ansatz, aber ich glaube, am Ende des Tages wäre man auch da drauf gekommen, was man damit gemeint hat. Nein, ich glaube, es muss darstellbar sein, warum man das braucht und wenn man tatsächlich sagt, es ist jetzt eine Liegenschaft, die ich entweder deshalb brauche, weil der Parteichef in einer Wohnung in der Innenstadt oder sonst irgendwo nicht ausreichend genug Schutz haben kann und weil es aus Sicherheitsgründen besser ist, dort zu wohnen, und man macht das als Sicherheitsbeitrag, der nachvollziehbar ist, dann ist es, glaube ich, erklärbar. Aber einfach Mitkostenzuschuss dazu zu sagen, ich weiß auch im Übrigen nicht, ob das der Terminus war, der damals verwendet worden ist, aber so ähnlich wird er wohl gelautet haben. Die Leute werden sagen, er hat es brennt gekriegt, also insofern ist eh wurscht, wie es heißt. Die Freiheitlichen haben jetzt irgendwie so eine Art Wiederauferstehung, kann man ja sagen. Ich meine, da fängt das mit Ibiza an, dann war der totale Niedergang, dann hat eigentlich jeder gesagt, inklusive mir, also wer die Trottelpartie noch einmal wählt, man verzeiht mir die Ausdrucksweise, aber wenn du das Video gesehen hast, kannst du zu keinem anderen Schluss kommen, der kann nicht ganz dicht sein, jetzt steht es in den Umfang wieder bei 18-20%. So als hätte es Ibiza gar nicht gegeben, obwohl das erst 3 Jahre her ist. Ja, das ist arg, wie oft und wie schnell das geht. Nein, nicht Punkt, weil es gibt ja auch Beispiele in der längeren Vergangenheit. Ja. Es hat doch auch der SPÖ keiner zugetraut, dass sie die Konsumpleite so aushält oder dass die Bawag-Pleite so wegsteht. 24%. Ja, die Bawag-Pleite so wegsteht, aber es ist jetzt wieder scheinbar nach aufwärts gehend. Das heißt, es ist hier offenbar so, dass gewisse Dinge verziehen werden. Und ich glaube aber trotzdem, dass ein Punkt der ist, warum wir schneller mit unserer kantigen Politik vorangekommen sind, schon der war, was sich die ÖVP momentan halt rundherum gerade alles leistet und wo man einfach sieht, okay, der heilige Sebastian ist gar nicht so heilig und seine Freunde sind es auch nicht. Und im Prinzip stehen wir jetzt in einer Republik, wo sich die ÖVP alles gerichtet hat und alles unter den Nagel gerissen hat, was irgendwie nicht nit- und nagelfest ist. Und ich glaube, das ist am Ende des Tages der Punkt, warum die SPÖ im Steigen begriffen ist und auch wir. Es gibt ja einen Sideletter zu diesem damaligen türkis-blauen Pakt von Kurz und Strache, wo die Republik auch auftritt worden ist. Kennst du den? Ich den suchen wir nämlich. Also du, willst du es einfordern, noch irgendwelche Posten? Nein, ich habe da nichts drin anstellen, aber wir suchen nicht einfach. Ich meine, es war ja auch bei Schwarz-Blau-1 so, das was man sieht, Stichwort Martin Graf etc. Da, ich meine, jetzt kann man generell sagen, man müsste sehr naiv sein zu glauben, dass wenn sich eine Regierung bildet, dass im staatsnahen Bereich dann nicht Leute hingesetzt werden, wo man nach außen nicht sagt, ja, ich muss da jemanden hinsetzen, dem ich vertraue. Aber in Wahrheit natürlich schon, dass seine Leute dort sitzen, weil letztlich geht es ja darum in einer Partei, dass man Leute in Jobs bringt. War früher noch viel, viel leichter möglich, Wohnungen etc., Gemeindebauten, heute schwieriger. Aber das Lustige ist, dass mit Ibiza, wo man zuerst nur bettelt hat, quasi, ja, der Strache geht und der Hofer macht das eh weiter, dass das ja umgeschlagen ist von quasi, die Türkisen sind eh super und wir streiten nicht und das ist alles toll, ins absolute Gegenteil. Ist das glaubwürdig? Für mich wirkt es ein bisschen so, als wäre das ein Beleidigtsein. Beim Kickl fällt es ja auch auf. Nicht? Also quasi, der war wahnsinnig gern Innenminister, dann war er es nicht mehr und das verzeiht er dem Kurz nicht. Weil zuerst ist alles super, dann kommt das Video und das Video hat jetzt nicht die ÖVP sozusagen verbrochen, weiß man nicht, aber zumindest ist dort kein Schwarzer gesessen, sondern der Strache. Und dann auf einmal schaltet man von beste Regierung überhaupt etc. um auf Wahnsinn, Türkis ist die größte Bedrohung des Abendlandes. Schau, das ist ein breiter Weg. Das ist ein breiter Weg, da gebe ich dir schon recht. Schau, ich habe da mal recht gegeben, im Übrigen, das sollte man zumindest Stricherlisten reinschreiben. Du, das wirst du halt noch öfters tun, also du wirst intellektuell entleiben, aber das steht da frei natürlich. Naja, auch das können wir probieren natürlich. Ja. Nein, aber schau, die Sache ist die, du hast das ja auch in Wahrheit, das ist ja immer eine Analogie, was du hast im Zusammenhang, wenn die ÖVP mit irgendwem eine Regierung hat, jetzt nehme ich die Roten vielleicht einmal weg, ja. Aber der große Kuschelkurs war doch bitte auch im ersten Jahr mit den Grünen im Wesentlichen da. Bis wir waren jetzt beim Kuscheln bei euch. Bis auf ein paar kleine Sticheleien und ich wollte jetzt nur kurz die Zeittafel aufzeigen. Und das war ja auch bei uns so. Das erste Jahr hat halbwegs gut funktioniert. Wahrscheinlich deswegen, weil die ÖVP damit beschäftigt war, ihre Posten und Positionen zu besetzen und zu beziehen.
Da wollte man sich auch nicht unbedingt gleich mit dem Koalitionspartner anlegen. Aber wie dann einmal die Chefin im Trockenen war, ist es anders geworden. Und das war ja nicht nur das Video, oder nicht erst das Video, wo das Verhältnis dann getrübt war, sondern erinnert ihr mal zurück, was wir für Diskussionen geführt haben, bereits am Anfang des Jahres 2019. Da hast du schon gemerkt, dass es irgendwie ein bisschen Sand im Getriebe ist. Ja? Das Video war ja am Ende nur mehr sozusagen der große Knaller. Aber wir sind, und das kann ich da sagen und unterschreiben, wir sind im Jänner 2019 zusammengesessen in einem kleinen Kreis und haben gesagt, Burschen, es geht wahrscheinlich um Neuwahl im Herbst. Die ÖVP will uns loswerden. Sie hat alle Positionen besetzt, die sie haben möchte. Und da haben wir in Wahrheit damit begonnen, einen Wahlkampf für Herbst zu planen. Das muss einfach einmal klar sein. Weil wir gewusst haben, das kann man so nicht mehr lang weiterziehen. Das war vorher der Migrationspakt, der dem Sebastian nicht besonders gefallen hat, dir wahrscheinlich auch nicht. Wir haben aber unsere Wähler und unsere Forderungen. Die einzigen Menschen am Planeten, die glauben, dass der Migrationspakt eine rechtliche Auswirkung hat. Da ist ja nur um irgendwelche Absichtserklärungen gegangen. Ja, genau. Aber wenn du weißt, wie das funktioniert und wenn du weißt, dass auch diese ganzen Absichtserklärungen, die im Europarat gemacht werden, ja, unverbindlich sind, ja, schlussendlich dann für Entscheidungen vom Europäischen Gerichtshof und vom Menschenrechtsgerichtshof herangezogen werden, dann siehst du, dass die dann später mal schon faktisch sind. Ja. Also das ist ja die normative Kraft des Faktischen. Der Europarat hat ja auch gesagt, und genau deswegen muss man bei diesen Geschichten so aufpassen. Aber da steht ja nicht mehr was drin, genau, was deswegen, irgendwie arg war. Und deswegen, naja, da ist so ein Fluchtgründe gegangen, was jetzt als Fluchtgrund sein kann. Ja. Und alles das würde dann in diese Entscheidungen einfließen. Deswegen würde ich immer sagen, Europarat nicht irgendwie abschasseln, sondern ernst nehmen und auch hinfahren. Die meisten machen es ja gar nicht, weil sie genau die gleiche Meinung haben. Aber ich würde das anders sehen. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, das war mal ein Punkt, dann ist ja diese Der Strache Sache, hat ihn schätze beschwert, dass er nicht alles gekriegt hat, was ausgemacht war. Das wird auch mitgespielt haben. Auch das, ne? Wenn man das einfordert, was vereinbart ist, ist ja in jeder Koalition hoffentlich so, dass man sich vorher ausmacht und nicht einfach nur so drauf loswirtschaftet. Das werden auch die Grünen gemacht haben, die haben sich halt ausgemacht, dass ihre NGOs mit Geld überschüttet werden und dass halt auch ein paar Inseraten irgendwo kaufen dürfen. Und das heißt, die waren so naiv? Na, wir waren, glaube ich, in der Verhandlungsführung recht gut. Wir haben auch unsere politischen Sachen relativ gut umgesetzt. Die Geschichte war nur dann, und das ist der Punkt, wo man jetzt auch sagen kann, warum wir heute die ÖVP anders sehen. Wir haben jetzt nur im Untersuchungsausschuss gesehen und vielleicht auch schon streckenweise bis hin zur Spaltung der Koalition, die ja von der ÖVP ausgegangen ist, weil die war ja grundsätzlich nicht notwendig. Da haben wir dann gesehen, dass uns die ÖVP ständig hintergangen ist und dass da vieles nicht gepasst hat. Und dass es die am Ende des Tages selber kriegt, habe ich vorher schon gesagt. Und das ist ja auch das, was jetzt gerade so in Erscheinung tritt. Nicht? Ich meine, wir werden da immer in Verbindung gebracht mit Novomatic und Glücksspiel und Schieß mich tot. Ja? Und auch der Brickgraf, ja? Muss man sich alles anschauen, keine Frage. Aber dass sie nebenbei im Unica-Universum wirklich die Taschen vollgestopft worden sind mit dem Brickgraf und dass man die Freiheitlichen waren, das stimmt ja so alles nicht. Ja, aber das Lustige ist nur, wenn die anderen Arsch sind, man selber was macht, was Arsch ist, macht es ja nicht besser. Das muss man auch aufklären, ob wir was gemacht haben, was Arsch ist. Und das ist jetzt auch eine Frage, die gerade gerichtlich geklärt wird. Ne? Aber was unumstritten und unbestritten ist, ist der Umstand, dass sie die ÖVP jedenfalls durch Parteispende von Löger eine zweistellige Millionensumme im Unica-Raiffeisen-Universum gesichert hat. Das ist ein Faktum. Und das muss man sich anschauen. Ob es auf der anderen Seite auch so gelaufen ist, werden wir sehen. Na, ich habe das probiert über alle Menge Vereine und so weiter, ne? Wo man gesagt hat, zahlt ein bisschen was. Naja, das muss man sich auch anschauen und da bin ich der was Letzte gewesen. Was willst du gewesen. Groß anschauen? Naja, es sind einmal alle Bilanzen offengelegt worden, das ist anzuschauen. Das ist ja grundsätzlich immer nur die Frage, wenn man in einem Parteien einen Verein spendet, ist ja das per se jetzt aus meiner Sicht noch kein Verbrechen. Ja? Die Frage ist nur, ob es auf der anderen Seite eine politische Gegenleistung dafür gegeben hat, weil dann sind wir in der Korruption drinnen. Das sind Dinge, die glaubst du, dass irgendwer ein paar hunderttausend Euro an eine Partei spendet, ohne dass er sich was davon erwartet, dass die Frau Horten 50.000 Euro im Monat an die Türkisen zahlt? Die wird wissen und sicherstellen wollen, dass es keine Erbschaftssteuer gibt oder keine Vermögenssteuer, so wie andere industrielle Spender. Und der Strache hat es im Video selber gesagt, ne, da gibt es also halt, wo sich Interessen treffen. Aber das, ne? Was du jetzt sagst, ist gegenüber den Neos wirklich unfair. Ja? Gegenüber den Neos? Ja, wer der Haselsteiner 100.000 Euro zu deinen hat, kannst du mir nicht gleich unterstellen, dass er die Neos korrumpieren will. Ich glaube, dass das Interesse vom Haselsteiner ist, dass liberale Politik gemacht wird, das glaube ich schon. Na schau, und warum soll es auf der anderen Seite nicht Leute geben, die Interesse haben, dass rechte Politik gemacht wird? Das ist der springende Punkt. Die Frage ist, ob es das Interesse ist, dass rechte Politik gemacht wird oder dass gewisse politische Positionen bezogen werden, die dem eigenen finanziellen Fortkommen dienen. Ja, oder die Leute, die den Van der Bellen. Oder beides. Die Leute, auch der Haselsteiner, der den Van der Bellen unterstützt hat. Ja, das ist aber ist ein dümmlicher Vergleich. Nein, warum? Was hätte man sich vom Präsidenten erwartet? Kann der Präsident tun? Na, was kann der Präsident tun? Glaubst du, dass der Präsident Strabag-Aufträge vergibt, oder was? Schaut er seine Umfragewerte an, du hast das in der letzten Sendung ja gehabt. Ja, ja. Der Präsident kann eins tun, er kann einfach nur einen Schlapfen halten, was er jetzt gerade tut, und damit die türkische Mafia decken. Also auch das sind Dinge, die man diskutieren muss. Warum macht er das jetzt? Aber das macht er nicht, weil er im Wahlkampf Spenden vom Haselsteiner kriegt. Der den Umkehrschluss, da musst du ein paar Windungen auslösen, damit du zu der kommst. Überleg einmal,
genau nach. Ja. Denke mal genau nach. Der Mitterlehner zum Beispiel hat in seinem Bereich der ÖVP-Wirtschaft sehr wohl dafür gesorgt, dass ein Van der Bellen auf jeden Fall von der Wirtschaft unterstützt wird. Und es hat auch andere Strömungen aus der ÖVP gegeben, die das auch getan haben. Ja. Und warum, warum sollen da nicht personelle Überschneidungen da sein, die gesagt haben, okay, passt, aber lass ihn passt, der Fantastik auch in Ruhe, wenn irgendein Problem auftaucht. Aber was glaubst du, warum die das unterstützt haben, die Wirtschaft? Weil die gesagt haben, es wäre Wahnsinn für den Wirtschaftsstandort, wenn der Norbert Hofer Bundespräsident wird. Da gab es ja ein legitimes Interesse. Jetzt war das der Kandidat, den du unterstützt hast, logischerweise, aber du wirst ja verstehen, dass Wirtschaftstreibende sagen, jetzt, das ist ja das Problem alle, ne? Immer, bei, nein, nicht alle, aber bei den Freiheitlichen hast du ja generell das Problem gehabt, immer wieder, dass das beginnend mit den Sanktionen damals, bei Schwarz-Blau 1 unter Schüssel, dass sozusagen niemand, der in Österreich geschäftlich tätig ist und im Exportmarkt ist, wir verdanken unseren wirtschaftlichen Erfolg im Wesentlichen dem Export, dass die keine Freiheit haben und wegen irgendwelchen Nazi-Geschichten in der Zeitung stehen, weil irgendein Unterläufer von euch wieder irgendwo was anschmiert oder irgendwie was Deppertes redet. Auch wenn das nicht, das wirft ja nicht dir vor, verstehst? Aber dass das keinen schlanken Fuß macht und dass man deswegen sagt, gut, dann habe ich lieber den als den Herrn Hofer, das ist ja verständlich. Aber schau, du hast vorher den Spin gemacht oder versucht zu machen, dass jemand, der bei uns spendet, damit per se Korruption einkauft, weil er politische Gegenleistung will. Ich habe jetzt auch in den Spiegel vorgehalten und gesagt, hey, wenn heute einer einen Linken spendet, vielleicht haben wir da die Chats halt einfach noch nicht, ja? Wie auch immer. Aber ich würde nicht jeden, der per se an eine Partei oder einer Partei oder einen Verein spendet, unterstützen, dass ich damit Politik kaufe. Wenn ich 500 Euro jemanden spende, werfe ich es niemandem vor. Wenn ich wo eine zu 100.000 Euro... Was wirfst du denn jetzt im Bier eigentlich vor? Das würde mich interessieren. Der verdoppelte Spende für die ÖVP. Glaubst du, er wollte einfach nur eine rechtskonservative Politik haben oder glaubst du, wollte er Gesetze haben? Im Fall von Bier, lustigerweise, bin ich tatsächlich... Vielleicht spielt der Vermögenssteuer mit, kann sein. Aber im Fall von Bierer, wenn du das konkret wissen willst, ist meine Vermutung, dass der tatsächlich, so wie viele andere, der Illusion erlegen ist, dass Sebastian Kurz dieses verkrustete Land aufbricht, Bürokratie abbaut, Liberalisierung bei, weiß ich nicht, Öffnungszeiten etc. in der Wirtschaft. Das glaube ich dem. Dass auf der anderen Seite der Förderungen vom Land Oberösterreich kriegt, wo er die FPÖ in der Regierung sitzt für sein Museum, auch kein schlanken Fuß, weil ein Konzern, der eh profitabel ist, wenn der ein Museum baut, braucht er eigentlich keine Zuschüsse. Ja. Aber wurscht. Ich möchte nochmal zurück zu diesem Hofer von der Bellenkisten, weil das für mich ganz gut beschreibt. Eigentlich, weil ich muss ehrlich sagen, für mich war das ein Wahnsinn. Ja. Ich kann mich erinnern an den ersten Wahltag. Der wird da noch draufschenken. Du redest dafür, jetzt kommst du zum Trinken, aber ich bin schon fast fertig. Jetzt werden die Zuschauer sagen, der Fussi bedient das rechtsextreme Lager. Ja, danke. Das macht aber nichts, weil ihr seid wahrscheinlich... Ich werde dann das Linksextreme bedienen dann in der nächsten Runde. Okay? Bei mir ist wahrscheinlich nur die Goschen extrem, aber sonst brauchst du keine Sorgen machen. Beim heiligen Leitner im... Guter Spritzer im Übrigen. Absolut. Was keiner versteht bei euch ist, dass wenn es um das Ansehen des Landes geht, ja, keiner ein Problem damit hat, wie du im Parlament auftrittst. Kann sich keiner, okay, du bist auch Burschenschaft etc., da sagen wahnsinnig viele Linke, Wahnsinn, das sind alles Nazis, was ich persönlich als verharmlosend gegenüber dem Nationalsozialismus... Du und wirst wissen, warum du ich bin im KV, richtig. Und die Geschichte ist die, dass ihr einfach nicht versteht offenbar, dass wenn ihr in einer Regierung seid, dass jeden Tag diese Regierung sprengen kann, wenn irgendwer anderer wieder irgendwas macht, was man entweder nimm die Identitären, nimm die Demos, wo der Gottfried Küssl ist, wenn du sowas herzeigst in Amerika oder in England, ist zusammengrabt. Da brauchst du nicht mehr diskutieren. Und dass man da nicht den Intellekt besitzt, zu sagen, okay, ich muss die ganz rechts außen nicht bedienen, damit ich einmal... In der Mitte der Gesellschaft wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Aber eine normale Rechtspartei wie, warum sie das nicht ausgeht, weil ihr schießt euch ja selber in eigenen Haxen. Es kann ja gar keiner mit euch koalieren. Schau, Rudi, ich bin dir dankbar, dass das bestätigt ja meinen Verdacht, dass du jetzt gerade wieder den Gottfried Küssl erwähnt hast. Ja? Ja. Mit dem Gottfried Küssl gibt es keinen Kontakt. Ja? Das wird uns ja immer nur so suggeriert und untergeschoben, dass wir den da mehr oder weniger hinbestellen, weil er unser wichtigster Kämpfer an vorderster Front gegen Schieß mich tot ist. Ja? Stimmt doch überhaupt nicht. Ja? Der Gottfried Küssl taucht dort auf. Jetzt gibt es für mich zwei Gründe, warum er das macht. Erstens, weil er vielleicht gerne in den Medien ist und weil er das irgendwie auf eine abartige Art und Weise geil findet. Oder weil ihm irgendwie ein paar Hunderte dafür steckt und sagt, bitte geh dorthin und crashe diese FPÖ-Veranstaltung. Auch das ist doch etwas. Und gerade ihr Linken müsstet ja wissen, wenn ich... Jetzt haben wir schon bei ihr Linken, jetzt wird es spannend. Jetzt wird es endlich lustig. Gerade ihr Linken müsstet ja wissen, wenn man Veranstaltungen ruinieren möchte, ja,
wenn man einer Sachen oder wenn man jemanden einer gewissen Gruppe Sachen unterstellen möchte und unterschieben möchte, dann gibt es Anschauprovokateure, die hat es auch aus allen Ebenen immer gegeben. Ja. So, und bei uns ihr ist jetzt der Gottfried Küssl. Ihr habt Parteiobmann jetzt, du brauchst keinen Küssl, wohin schicken. Der Küssl ist bei uns nicht Parteiobmann geworden. Nein, das ist ein Blödsinn. Da sind einmal ein paar strafrechtliche Verurteilungen dazwischen, mit denen man nicht spaßt. Ja. Und das ist genau aber das Küssl ist schon die Grenze noch. Das geht sich nicht aus. Das Verbotsgesetz ist die Grenze und da haben wir auch nie was anderes gesagt, denn ich habe das auch nicht gern. Ich will ständig als Nazi bezeichnet, sonst hast du jetzt sogar vorher. Ich weiß, dass das jetzt nicht hundertprozentig ernst gemeint wurde, vielleicht schon. Rechtsextremer, habe ich gesagt. Rechtsextremer gemacht. Aber bist du ein Rechtsextremer? Was ist? Nein, bin ich nicht. Was bist du? Na, ich bin ein rechter Politiker, der rechte Standpunkte vertritt, aber Extremismus beinhaltet für mich immer auch Gewaltbereitschaft und das ist der springende Punkt. Und wenn man so locker und flockig immer davon ausgeht oder immer das Extremismuswort noch mit einbaut, ich habe es ja vorher lustigerweise auch gemacht, ich muss ein bisschen aufpassen, was man mit den Wörtern macht und mit der wissenschaftlichen Definition. Aber genau das ist der Punkt, wenn man Extremismus unterstellt, und das passiert auch in den Medien. Was ist ein Rechter? Was ist für dich rechts? Ein Rechter ist ein patriotisch denkender Mensch, ein heimatbewusster Mensch, der halt einfach sehr konservativ ist. Das kann ein Linker sein. Wo ist da der Unterschied? Naja, ich jubel auch, wenn wir Tor schießen, wenn der Herr Arnautovic, der Herr Dragovic, die Entwerter der Staatsbürgerschaft, wie sie genannt wird von Rechten, wenn die Tor schießen, freue ich mich auch. Ne? Ja, was dazu kommt, ist halt zum Patriotismus ein gewisser Konservatismus und es hat sich in den letzten Jahren so eingebürgert, Jahrzehnten, dass man da immer die Zuwanderungsfrage mit rechts verbindet. Ja? Wobei es ja ganz, ganz viele linke Regierungen gibt, die Zuwanderung ja auch sehr restriktiv sehen. Also ich glaube grundsätzlich, wenn wir jetzt von rechts und links reden. Was ist rechts? Das ist gerade das, was der Peter Filzmeier gerade definiert, das rechts ist. Ja? Oder na, was ist das für dich? Wenn man dich fragt, wo stehst du politisch, wirst du sagen, ich stehe rechts. Ich habe gesagt, ich bin ein patriotischer, konservativer Mensch. Ja? Ja. Und das umfasst jetzt einmal im Wesentlichen das Weltbild, das ich pflege und wo ich mir denke, okay, passt, rund um das siedle ich meine Politik an, die ich jeden Tag mache. Ja? So. Aber ich würde mit den Begrifflichkeiten links und rechts ohnehin aufhören, auch wenn ich es jetzt selber verwende, weil es ist einfach so eingebürgert. Ja, weil du selber merkst, dass das nicht funktioniert, weil patriotisch, was heißt patriotisch? Ist Patriotismus die Liebe zum eigenen Land oder ist es, ja, besteht es in der Abgrenzung zu anderen? Weil das ist ja eher das Problem, das verstehe ich in der Debatte überhaupt nicht. Wie kann man einerseits, wir haben 1,7 Millionen Leute, die nicht österreichische Staatsbürger sind im Land, die sind Leistungsträger, die meisten. Zahlen ihre Steuern, die arbeiten in unseren Krankenhäusern, die rammen unseren Großmüttern und Großvätern sprichwörtlich die Scheiße weg, wenn sie es wickeln. Und dann ist das Problem bei euch immer, dass dieses allgemeine Ausländer-Bashing dazu führt, dass da hat man alle eine und sagt, wir sind die Guten, die Autochtonen. Und gehst einmal da zum Würstelschnitt und schaust ein paar Autochtone an und probierst eine intellektuelle Auseinandersetzung, wünsche dir viel Spaß. Die wirst du aber auch nicht mit all deinen Leistungsträgern zusammenbringen, weißt du? Das ist all deinen. Ja, ich habe gesagt, du gesagt, Mehrheit. Die Mehrheit ist Leistungsträger. Ganz sicher. Und jetzt möchte ich mal wissen, auf welche Zahlen die du da berufst. Ja? Und ob das jetzt auch bei allen darstellbar ist, die jetzt gerade einmal zu uns kommen, die über keine entsprechende Ausbildung verfügen. Größte Zuwanderergruppe sind Deutsche. Ja. Sind wir gegen die jetzt auch? Wollen die alle die Staatsbürgerschaft haben? Steigen die alle in unser Sozialsystem ein? Ja oder nein? Das ist die grundsätzliche Frage. Die Frage kann ich da leicht beantworten, weil durch den Beitritt zur EU es so ist, dass jeder EU-Staatsbürger im Rahmen der Niederlassungsfreiheit, der zu uns kommt, ins Sozialsystem mehr oder weniger einsteigt. Das hat mit der Staatsbürgerschaft nichts zu tun. Das ist ja was, was draußen die Leute glauben. Ja. Das sind aber Verträge, die wir untereinander so geregelt haben. Ja, aber ihr redet den Leuten ein, quasi, dass die Staatsbürgerschaft dann quasi erst bedeutet, dass man zu den Sozialtöpfen kann. Genauso wie die Türkisen. Und in Wahrheit bedeutet das überhaupt nicht. Das hast du eh schon vorher, wenn du Drittstaatsangehöriger bist, aus dem EU-Land. Und es ist auch nicht so, wie du sagst, weil zum Beispiel gerade was die Zuwendungen betrifft für Familien im Ausland lebend, ja, da haben wir gerade, und das war ein Teil unserer Regierungszeit, und wie gesagt, Moment, das kann nicht sein, dass genau der Tarif, der in Österreich gilt, auch in Bulgarien zur Auszahlung kommt. Das war der größte Scheiß, und damit Transferleistung erbracht wird, die so nicht zurechtfertigt. Aber weißt du, warum das so ein Blödsinn war? Weil das war genau für diese, ich verstehe das, ich meine, es hat ja erstens einmal dazu geführt, dass Leute in der Schweiz wohnen, mehr Geld für ihre Kinder kriegen, als die Österreicher, für die ihr so kämpft habt bei uns. Und das andere ist, was ich niemals verstanden habe, ist, weil warum das war ja gerade für diese Pflegerinnen. In der Schweiz jemand mehr Geld kriegen? Das muss nein, weil die Lebenshaltungskosten höher sind. Ja, und warum soll jetzt ein Schweizer Staatsbürger? Oder wenn du bist, brauchst du halt nur anschauen, egal, die Lebenserhaltungskosten des jeweiligen Staates kriegst du sozusagen berücksichtigt. Das heißt, dort, wo es billiger ist, in Bulgarien, in Rumänien etc., kriegst du weniger. Na, und jetzt machen wir eine Mädchenrechnung. Gibt es mehr billigere Länder oder mehr teurere? Was glaubst du? Ja, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist doch der, dass bei denen, die es betrifft, also konkret jetzt die Rumänen, die Slowaken, die Tschechen, die zu uns kommen, als was kommen die zu uns? Entweder als Saisonarbeiterinnen und Saisonarbeiter,
billige Kräfte für die Landwirtschaft oder eben Pflegerinnen und Pfleger. Und für die war das, weil die kriegen für einen 24-Stunden-Dienst 1.000 Euro, dafür, dass zwei Wochen da sind, dann fahren sie wieder heim. 1.000 Euro. Dafür, dass sie da sind. Rechnen das um, das sind 2.000 Euro brutto im Monat. Und für die war das, da kann man jetzt sagen, das ist nicht in Ordnung, dass das eine Art Gehaltsbestandteil war. Da wäre ich sogar bei dir und sage, ich hätte gescheit zahlt, dann brauche ich das nicht. Aber dass man es nicht gescheit zahlt und einer das auch noch wegnimmt, ist das nett? Ist das fair? Macht das einen Sinn? Und da spart man sich da überhaupt was? Schau, du hast vorher das mit den Leistungsträgern gesagt. Du hast, du hast recht vergessen, das mal. Ja, ich möchte die Stricherlisten nicht explodieren lassen, muss ich jetzt auch nebenbei sagen. Nein, ist das gescheit? Ist das fair? Es geht darum, dass man gewisse Pull-Faktoren einfach einmal nicht zur Disposition stellt. Pass auf, ich muss jetzt 2 Euro suchen irgendwo fürs Phrasenschweinl, weil da die Phrase Pull-Faktor gefallen ist. Ja, Pull-Faktor kann man in vielen Bereichen anwenden und auch da, wenn man bei uns exorbitant hohe Sozialleistungen hergibt und den Zugang dazu relativ leicht macht, dann führt das natürlich dazu, dass sich andere Leute auch dafür interessieren. Aber du hast vorher einen Punkt aufgeworfen. Nein, ich war bei den Pflegerinnen, weil ihr, denen das gestrichen habt, die Familienbeihilfe. Das war eine depperte Aktion, weil die dadurch kommen weniger. Und jetzt überlegt die Regierung 75.000 Filipinos oder irgendwas einzuholen, damit wir unsere Eltern pflegen können. Naja, Moment, da geht es ja um ganz eine andere Sache. Und meine Frau ist selber Altenpflegerin und ich weiß da relativ genau, wovon ich rede und ich weiß auch, was sie leistet jeden Tag. Aber der Punkt ist der, die Pflege ist komplett vergeigt worden von der ÖVP und jetzt in Wahrheit auch von den Grünen. Und ich brauche nicht über Filipinos nachdenken, die man da jetzt herholen muss, ja, sondern man muss, und das ist längst überfällig, gerade diesem Pflegepersonal, das Außerordentliches leistet, endlich einmal nur Geld zahlen. Und da verstehe ich auch nicht, warum die SPÖ sich zuerst Gedanken darüber macht, wie man da, weiß ich nicht, irgendwelche Sozialleistungen sonst irgendwohin verteilen kann oder sonst irgendwas, sondern sie sollten das machen, was eigentlich, wofür sie eigentlich stehen sollten. Sie sollten einmal schauen, dass fair bezahlt wird. Und das ist der springende Punkt. Und wir sollten nicht ständig die Arbeit von der ÖVP machen und von den Industriellen, die gespendet haben bei der ÖVP, und immer nur ein System begünstigen, das in Wahrheit dazu führt, dass Leute mit Lohndumping da irgendwie da versehen werden und das Lohndumping in Wahrheit auch in das Land hereintragen. Das ist ja ein Punkt, den wir haben. Solange wir billige Arbeitskräfte hereinkriegen, braucht die Industrie nicht mehr zahlen. Also im Prinzip sollten wir uns mal überlegen, und da gehört einfach einmal ein Zettel und ein Stift in die Hand genommen, was kosten uns Sozialleistungen ins Ausland unterm Strich, ja? Was haben wir für Steuereinkommen, was zahlen die Steuern, die meistens irgendwo offshore unterwegs sind und sonst irgendwas. Und dann muss man mal einen Strich machen und dann muss man sagen, okay, passt. Was können wir unseren Arbeitskräften eigentlich wirklich bezahlen? Und dann sind wir bei einer fairen Diskussion, die, glaube ich, für alle Beteiligten fair ist. Aber jetzt ganz ehrlich, es gibt, weiß nicht, wie viele Untersuchungen und jetzt weiß ich spätestens seit der Corona-Diskussion, dass die Wissenschaftsgläubigkeit in der FPÖ ein bisschen enden wollend ist, aber es gibt so viele Untersuchungen, die sagen, zum Beispiel in Deutschland, dass das Verhältnis von dem, was bei Sozialmissbrauch entzogen wird dem Staatsbudget, von uns braven Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, im Verhältnis zu dem, was durch Steuervermeidung und Steuerhinterziehung dem Staat entgeht, 1:60 ist. Warum schauen die recht endlich einmal, warum schauen die Freiheitlichen dann immer hin, was die bösen Ausländer kriegen und nicht, was mit Amazon ist, was mit Stiftungen ist, was mit legalen Steuervermeidungsmodellen ist? Da schaut man nicht hin. Da haben wir Gegenteil, ihr seid sogar in der schwarz-blauen Regierung hergegangen und habt die Steuern gesenkt für die Gestopften. Nein, Moment, also gerade das, was Amazon betrifft und jetzt in habt ihr auch nichts gemacht im Übrigen? Naja, erstens einmal ist das richtig virulent geworden und im Übrigen, so ist es auch nicht. Ja. Wir haben das immer kritisiert und dass sie gerade ein EU-Land wie Luxemburg zum Beispiel herstellt. Ja. Wir reden jetzt über uns. Ja, aber wie Luxemburg herstellt und hier Sonderrechte für sich in Anspruch nimmt und in Wahrheit alle Großen zu sich zieht und dort die Steuern, die Bordes zahlen, abcasht und Resteuropa verarscht damit, ist ein eigenes Thema. Aber hier gibt es den normalen, du großer Patriot. Was hat jetzt genau der Tischler von Ihrer Regierungsbeteiligung gehabt? Im Vergleich zu Amazon. Der zahlt bis zu 50% Einkommensteuer, weil die 55% wird er nicht erreichen, oder zahlt in der GmbH seine Körperschaftsteuer, während Amazon und andere Digitalkonzerne aus Amerika nichts zahlen, beziehungsweise Banken auch bei uns durch unterschiedlichste Modelle effektiv, glaube ich, Körperschaftsteuer, die nicht einmal der Hälfte der gesetzlichen entspricht, zahlen. Da war der Patriotismus dann aus, offenbar. Nein, überhaupt nicht. Also, nicht durchgesetzt, versagt letztlich. Also, das ist immer witzig, was das finde ich. Bei den Fragen immer interessant, wenn man sagt, ja, was habt ihr da jetzt in den 1,5 Jahren, da ist, man hätte eine ganze Welt niederreißen sollen in dieser Phase. Ja. Das verlangen sie von den Grünen auch.
Du bist auf die Grünen hin und ich auch und sagen, hey, die können sich bei den Türkisen nicht durchsetzen, das muss man mir die Frage stellen. Ich meine, die haben jetzt zuerst das Wahlprogramm weggenommen in Wahrheit, haben euch dann herbaniert, ja, dann sind sie mit denen in die Regierung gegangen und das, was du mir als Recht beschreibst, nämlich, dass man auf die eigenen Leute schaut und so weiter, das ist ja in der Regierung auch gar nicht passiert. Weil der normale Unternehmer wird von Türkis-Blau genauso wie jetzt von Türkis-Grün, die machen ja auch nichts, noch immer unter Vortürkis-Rot, also du nimm alle eine, nimm wirklich alle, wird seit Jahrzehnten im Stich gelassen im internationalen Wettbewerb. Du weißt aber schon, dass bei uns ein wesentlicher Punkt die Steuerreform war, da haben wir den Hubert Fuchs als Steuerexperten dabei gehabt und dass diese auch in Ausarbeitung gewesen ist. Ja. Die ist halt dann einfach nur nicht zustande gekommen. Das die Naja, schon, aber du kannst mir jetzt nicht vorwerfen, wir haben da keine Interessenslage gehabt und es ist jetzt kein besser es gegangen. Es war nichts im Koalitionsprogramm. Das stimmt überhaupt nicht, sondern es war nur hundertprozentig angedacht, dass wir die kleinen und mittleren Einkommen natürlich entlasten werden und ich sehe auch, die IHG oder den kleinen Tischl, der alleine arbeitet mit seinem Buben gemeinsam oder weiß ich nicht was, ja, den sehe ich genau dort verortet. Ja. Und da hätte es natürlich eine Reihe von Maßnahmen gegeben und bitte fragen wir jetzt nicht um die Details. Ja. Es hätte eine Reihe von Maßnahmen gegeben, die da geholfen hätten, genauso wie bei den Arbeitern und Angestellten. Das war von uns eine maßgebliche Forderung, die wir gegenüber der ÖVP gestellt haben und vielleicht ist das auch einer der Gründe gewesen, warum der ÖVP-Oberkassier dann gesagt hat, nein, das machen wir jetzt nicht, ja, da schießen wir lieber die Blauen in Wind und davor ist erledigt. Kann man von 150 Euro im Monat leben? Weil das ist ja letztlich von der türkis-blauen Regierung auch überblieben, der Aussage von der Wer schafft die Arbeit? Das war ja das, ist ja, du irre jetzt immer von den einfachen Leuten. Verstehst du, was ich meine? Und dann höre ich eine, die dort sagt, man kann von 150 Euro im Monat leben. Da musst du aber schon dazu sagen, in welchem Kontext es war, wenn ich das richtig erinnere. Christian, das ist scheißegal, in was für einem Kontext. Von 150 Euro kannst du nicht leben. Du kannst von 150 Euro nicht leben, aber wenn du, und ich glaube, da ist um untergebrachte Flüchtlinge gegangen. Ja, und? Sind das keine Menschen? Da muss man aber schon fairerweise dazu sagen, dass der keine Miete bezahlt, dass der krankenversorgt ist und dass das alles passt und dass er auch sonst keine großen Ausgaben hat. Ja. Ob das jetzt super ist für den oder nicht. Das ist um die Mindestsicherungsdebatte gegangen. Die betrifft ja nicht nur Flüchtlinge. Weißt du, wie viele Leute in Wien, wir sitzen da wirklich, sage ich es nochmal, im heurigen Betrieb Leit, ne, mit einem hervorragenden Spritzer, mit Blick über die Stadt. Weißt du, wie viele Leute in Wien Mindestsicherung beziehen, weil sie zu wenig verdienen als Teilzeitbeschäftigte und dann Aufstocker sind? Weißt, und ich denke mir halt immer, das verstehe ich nicht. Ja. Ich meine, dass man migrationskritisch ist, von mir aus, das ist eine legitime politische Position. Da habe ich nicht einmal was dagegen. Das ist mir wurscht. Also das ist, da kann man diskutieren. Solange das nicht irgendwie rassistisch begründet ist, wenn man sagt, was weiß ich, der Kamelltreiber, der braucht nicht kommen, dann sage ich, okay, pass auf, halt die Goschen. Nur wo schon über der Rassismus eingelegt wird, das ist also ein eigenes Thema, weil es ist ja immer sofort die Rassismuskeule heraus und sagt man dann immer gleich, das ist jetzt rassistisch und darum können wir darüber nicht mehr diskutieren. Ne? Naja, wenn ich heute kein Problem habe, dass Deutsche, Schweizer oder Norweger zuwandern, aber ich habe aber ein Problem damit, dass Leute aus Rumänien zuwandern, dann was ist denn dann sonst leicht? Du musst die gesamte Diskussion sehen und die wird aus meiner Sicht nicht ehrlich geführt. Ja, es ist uns gesagt, war eine relativ konkrete, abgegrenzte Frage. Also da brauche ich jetzt kein... Nein, man muss trotzdem die Diskussion ehrlich führen, weil wenn man sagt, bei uns sind die ganzen Leistungsträger, die jetzt 2015 bei der Flüchtlingskrise hergekommen sind. Das ist polemisch. Das ist jetzt polemisch. Entschuldigung, keiner sagt, Leistungsträger sind Leute, die großteils geflohen sind. Und dann vergleiche ich das mit Leuten aus der Bundesrepublik oder aus irgendwelchen benachbarten Ländern, dann ist das nicht, dann ist das kein zulässiger Vergleich. Und eins, da müssen wir kein mehr drüber reden. Viele von den Deutschen, die zu uns kommen, kommen zu uns, weil es vor allem unsere Universitäten da bespielen und sonst irgendwas tun, weil es dem Numerus Clausus aus zu Hause davonlaufen macht, das sind Dinge, die man diskutieren muss. Und wenn wir jetzt aus Deutschland oder sonst irgendwo herkommen, sind das aus meiner Sicht nicht anders zu stellen. Ja. Die grundsätzliche Frage ist das, was ist der österreichische Steuerzahler in der Lage, überhaupt zu leisten und wo können wir uns irgendwelche Ausgaben leisten? Können wir es im universitären Sektor machen? Können wir es mit Sozialausgaben machen? Können wir Sozialausgabentransfer machen und so weiter und so fort? Was soll das ist eine Ablehnung von Zuwanderung, ist eine rein finanzielle? Nein, das ist keine rein finanzielle, sondern was die Zuwanderung betrifft, dann muss man sich immer anschauen, wo sind die Ursachen. Und ich sage da eins, ich war vor 3 Wochen, das wäre in den Zeitungen zu lesen gewesen, dort, wo nicht alle hinfahren, ich war in Mali, ich habe mir das dort angeschaut, wie dort die Situation ausschaut. Ja. Du hast dort ein Land, das 7-mal so groß ist wie Deutschland, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Ja. Du hast dort eine Regierung, die im x-fachen Umbruch ist und du hast dort eine Durchschnittsbevölkerung mit 16,5 Jahren. Ja. 16,5 Jahre Bevölkerungsdurchschnitt. Warum so jung? Weil dort keiner alt wird. Ne? Frauen kriegen dort im Schnitt 6 bis 8 Kinder.
und sterben in der Regel noch im letzten Kind. Da wird kaum einer über 40. Das sind die Probleme, die wir dort haben. Und ich denke, dazu kommt im Übrigen, kommen nur drei verschiedene islamisch-extremistische Gruppierungen, die das Land ausrauben, am Kopf stellen, die Leute dort umbringen, alles das. Und dann gibt es noch zwei tolle internationale Einsätze dort, die irgendwie versprechen, dort für Ordnung zu sorgen und so weiter und so fort. Also verstehst du, dass die dort weg wollen? Nein. Nein? Willst du dort leben wollen? Ich will dort nicht leben, aber der Punkt ist der, und du hast das ja im ganzen zentralen und westafrikanischen Bereich mehrfach, die ganze Sache. Und wir müssen uns einfach davon verabschieden, aber das kennst du ja eh. Wir können als knappes 9 Millionen Einwohnerland sicher nicht dafür sorgen, mit unseren finanziellen Transferleistungen, dass es dort besser wird. Was wir machen müssen, und da hoffe ich irgendwann einmal, dass wir es schaffen, vernünftige Maßnahmen zu setzen. Man muss denen Leuten dort vor Ort helfen, man muss denen mit dem Extremismus helfen und man muss denen vor Ort eine Unterstützung geben. So, das ist einmal der springende Punkt. Und solange wird hergehen, ja, und dort unten die einzige Maßnahme, die wir als großartiges Europa dort setzen, ist Gender Budgeting. Das ist denen eine 147. Sorge, ja, und irgendwelche Solarleuchten, die ich in Mali auch stehen gesehen habe, ja, damit halt, aber Gender Budgeting ist, glaube ich, auch damit halt der Energiehaushalt. Damit halt der Energiehaushalt dort passt und so weiter und so fort. Und dort am Ende des Tages jede Lampe innerhalb von 3 Wochen abmontiert war, dann arbeitet man vielleicht ein bisschen am Sinn und Zweck dort vorbei, sondern was die Leute dort brauchen. Und das habe ich gesehen. Mehr Geld dort. Okay, die, das heißt, die FPÖ spricht jetzt dafür aus, dass man die Entwicklungszusammenarbeit erhöht. Nein, die brauchen sinnvolles Geld dort. Die Entwicklungszusammenarbeit, die fördert ja genau diese schwachsinnigen Maßnahmen, die kein Mensch dort jetzt in der jetzigen Phase dort braucht. Was die dort brauchen, sind auf jeden Fall Programme, dass die dort Leute mit einer Ausbildung hinkriegen. Die brauchen Unterstützung im Schul- und im universitären Bereich, weil dort haben sie nämlich gar nichts. Und erst dann werden die dort irgendwie in die Lage kommen, da zu helfen. Und noch was, wenn wir jetzt alle versuchen, da irgendwie in Österreich unterzubringen oder in ganz Europa von mir aus, wo man eh sieht, wie die Solidarität ausgebaut ist in Europa, nämlich gar nicht, was die Verteilung von Flüchtlingen betrifft. Das ist der Haber der Orban. Dann haben wir, also, und sonst sind alle. Nein, aber der ist der Erste, der sagt, ich nehme das Geld von der Europäischen Union. Der Orban, der Kaczynski, die Rechten, deine Haberer, nicht nein, meine, nein, halt. Die nehmen die Marie von der Europäischen Union und weigern also sie wieder, in einer solidarischen Flüchtlingsverteilung. Wenn wir jetzt wieder über Rechts und Links reden wollen in Europa, ja, dann ist der Orban ein Linker für die? Dann blenden wir uns einmal ganz kurz zurück ins Jahr 2015 und dann schauen wir uns an, wie die Solidarität mit Österreich und mit Deutschland vor allem gewesen ist in ganz Europa. Und das nicht nur rechte Regierungen gegeben. Aber habe ich da einen Freiheitlichen irgendwo gekehrt, der gesagt hat, wir müssen für eine solidarische Flüchtlingsverteilung in Europa sorgen? Habe ich euch da irgendwo gehört? Nein, du hast uns nicht gehört, weil unser Ansatz ein anderer ist. Man muss den Leuten dort vor Ort helfen. Und nochmal, wenn die in Europa sind, ja, dann brauche ich nicht mehr so ein Flüchtlinge. Dann schaue ich, dass ich dem Asyl auf Zeit gewähre. Ja? Ja. Sehe ich auf Zeit gewähre, schaue, dass der da von mir aus noch mit einer oder unbedingt mit einer gescheiten Ausbildung wieder weg kann und wieder nach Hause kommt, dass er dort helfen kann. Weil das Einzige, was ich dort mache, ist, dort Leute rauszuziehen. Pass auf, die bilde ich da aus, da kann ich es nicht gescheit einsetzen und dann sitzt er da. Aber Entschuldigung, es gibt unzählige Fälle von Gewalttätern, die wir nicht abschieben können. Der Bürgermeister Ludwig hat es einmal Gefraster genannt. Ne? Gibt es Fälle unter den Tschetschenen, unter Afghanen etc., wo man sagt, die kann man nicht abschirmen. Gut. Die haben wir da. Die begehen Gewalttaten gegen unsere Bevölkerung und dürfen da bleiben. Und dann habe ich auf der anderen Seite. Ja, aber du wirst noch pass auf, nicht, nein, du wirst noch nicht fertig. Nein, 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 pass auf. Und dann auf der anderen Seite habe ich hochanständige Leute, die ihr Land und ich weiß nicht, wie viele kennengelernt, die aus Syrien herkommen sind. Das waren dort Leute, die sind gescheiter als wir zwar zusammen. Das sind keine Trotteln. Das sind hochgebildete Leute teilweise, die jetzt alles machen. Über einen Taxifahrer kennengelernt, der war dort Uniprofessor, dem wird halt zur Ausbildung bei uns nicht angerechnet. Zahnärzte etc. Dann bilden wir Asylwerberlehrlinge aus und dann schicken wir es heim. Ich meine, während wir das Problem haben bei uns, dass wir ja ein Bildungssystem haben, wo die Leute nicht einmal gescheit lesen und schreiben können und mir alle Wirtschaftsbetriebe, wenn ich mit denen rede, sage, ein Wahnsinn, wenn ich mir anschaue, welche Lehrlinge sie bei uns vorstellen kommen, die können nicht einmal grüßen. Und da hast du junge Leute, die haben nur einen Biss. Da muss ich ja deppert sein, wenn einerseits die Wirtschaft in die Ausbildung dieser jungen Leute investiert und dann sage ich, schieb's ab. Das macht doch auf keiner Welt, also in keinem Gedankengang irgendwo einen Sinn. Und daneben produzieren wir eine Dienstleistungsgesellschaft, die man so nicht braucht. Wir lagern alle Betriebe aus, die irgendwas produzieren. Wir bleiben bei dem Punkt. Wenn einer heute eine Lehrausbildung bei uns fertig macht, der ist 5 Jahre da oder 6 Jahre. Ja, dann ist das das größte Geschenk, das man dem seinem Herkunftsland geben kann, was so weit dort wieder Frieden ist. Ja, warum dass er dort hingeht und dort eine Profession entwickeln kann. Aber wir brauchen ihn ja da.
Das ist die grundsätzliche Frage, ob es da nicht zu einer künstlichen Verknappung kommt. Und nur weil die Wirtschaft sagt, wir brauchen den da, weil er billige Arbeitskräfte braucht, die ausnutzen will. Aber was ist der Problem, dann ist das für mich nicht die richtige Argumentation. Im Prinzip verstehe ich trotzdem nicht, warum die linke Seite, dass wir bei dem Thema bleiben, ja, warum die nicht auch sagt, erst Moment, warum nutzt es denn eigentlich da aus? Das ist bei uns Lohndumping, was da passiert. Und warum ist es nicht ein Solidarakt der höchsten Güte? Das merkt erst Moment, der kriegt bei uns eine tolle Ausbildung zur Verfügung gestellt, ja, mit der er wahrscheinlich Weltmeister ist. In Mali lernt keiner was, da geht keiner in die Schule. Ja. Die haben dort eine Analphabetenquote, die liegt bei 80 oder 90%. Das wissen wir, wovon wir reden. Also wenn der unser System einmal durchläuft, ja, und dort heimkommt, dann ist der dort hochweisen und kann sich dort auch etwas aufbauen. Das ist der springende Punkt und kann auch sein Land einmal dabei unterstützen, wieder nach vorne zu kommen. Ja. Wie soll denn das sonst gehen, wenn da die 16-Halbjährigen nachrucken in einer Tour und alle kommen dann weiter nach Europa, dann wird in Mali wahrscheinlich nichts weitergehen. Ja, das Einzige, was in Mali noch funktioniert, ist dann das, und da fährst du dann in den Regierungsbezirk hinein, der Hochsicherheitstrakt ist, ja, und die einzigen zwei Maybachs, die ich jemals gesehen habe auf einem Haufen, ja, die stehen dann dort. Und das ist das Problem. Ja, und das sind deine Entwicklungshilfen, die du enthüllen willst. Nein. Schwerer Denkfehler. Dort ging der Punkt ist der, was Rechte gern tun, ist, dass man sagt, wir können nicht alle nehmen. Niemand verlangt, dass alle genommen werden. Der zweite Punkt ist, wir können ja nicht alle, die Linken wollen alle einlassen, keiner will das. Sondern was Linke wollen, ist, dass wenn Leute aus unterschiedlichsten Gründen fliehen, um Asyl ansuchen, was auch immer, dass die ein gescheites Asylverfahren kriegen und Menschen wieder untergebracht werden. Wo ist denn das Problem? Und niemand würde die absurde Behauptung vertreten, was weiß ich, wir können jetzt als 9-Millionen-Land 3 Millionen Leute nehmen oder was. Aber im Gegenzug zu sagen, wir verweigern uns, auch aus dem christlichen Menschenbild, außer was dir als Konservativer ja wichtig sein müsste, der Caritas, also der sozusagen der Nächstenliebe, der Schwachsinnige, die tun ja keinen weh. Und auf der anderen Seite tun wir dort, wo es Härte bräuchte, passiert nichts, ist unter dem Kickl im Übrigen auch nichts passiert. Rudi, nochmal. Österreich ist ein Binnenland. Ja? Und ein Einwanderungsland im Übrigen. Wenn man nicht 1,7 Millionen. Wir hatten das definiert. Wenn ich 1,7 Millionen, naja, die Fakten, wenn ich 1,7 Millionen Leute in Österreich lebe. Aber es hat in Österreich noch kein Plebiszit dazu gegeben, dass wir gesagt haben, wir wollen ein Einwanderungsland sein. Ja? Die Amerikaner es haben da ganz anderes Selbstverständnis. Es hat kein Plebiszit in Österreich, das im Sommer 30 Grad hat. Das ist so. Naja, schau. Also, nein, das würde ich so nicht sehen, weil es gibt trotzdem immer eine Politik, so die von verschiedenen Ländern verfolgt wird. Und nochmal, wenn wir jetzt ein Binnenland sind, stelle ich mir die Frage nur nicht, warum wir, und wir haben ja vorher über Pull-Faktoren gesprochen, darum sind wir zu der Diskussion gekommen, warum wir das beliebteste Land diesbezüglich sind. Ja? Und jetzt sind wir doch froh, Entschuldigung, wer will noch Rumänien, wer will noch Ungarn, schaut da die Länder an, sind wir doch froh, dass die Leute sagen, wenn ich wohin will, dann tät ich gern nach Österreich. Warum wir mit unseren Pull-Faktoren in Wahrheit nichts anderes tun, es gibt keine Pull-Faktoren, das sagt dir jede Studie. Das Schlepperwesen da damit. Hör auf mit dem Blödsinn, für das bist du ja viel zu gescheit, dass du jetzt mit dem Schlepperwesen kommst, mit Pull-Faktoren. Es gibt 1000 Untersuchungen, die sagen, es gibt keine Pull-Faktoren. Glaubst du ernsthaft, dass irgendjemand gern seine Heimat verlässt? Entschuldigung, du kommst aus Lilienfeld. Lilienfeld ist jetzt auch nicht, und ich komme aus dem Bezirk Murtal. Das sind jetzt alles nicht die Wiege der Schöpfung oder das, wo man sagt, hey, hast du schön, wie da ist nirgends. Okay, dann singst du das anders, weil das der Wahlkreis ist von mir. Aber Alter, niemand geht von dort, wurscht wo auf der Welt, und magst nur so geschissen dort sein. Dort ist er daheim. Da geht keiner freiwillig oder gern weg. Das muss dir ja klar sein. Das wäre nächste Strichel. Sehen wir. Ja. Aber nochmal, warum kommen die alle ausgerechnet nach Österreich, nach Deutschland und sonst nirgends hin in der EU? Das möchte ich von dir wissen. Stimmt ja nicht. Die gehen nach Schweden genauso oder woanders hin? Na, woanders hin. Ja. Geht es mir darum, dass ich vor Krieg und Vertreibung sicher bin? Ja? Oder geht es mir darum, dass ich halt dann das komplette Paket kriege? Und deswegen ist diese Ungleichheit von den Systemen, von den Sozialsystemen, aus meiner Sicht in Österreich schon ein Pull-Faktor. Und der Grund dafür, warum sehr viele Leute in Österreich wollen. Die Wissenschaft ist eindeutig, es gibt keinen Pull-Faktor. Welche Wissenschaft? Na, die Leute, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen und in der populistische tun, deine Haberer. Ist der Unterschied. Ja, aber das ist eine Problematik, die ich sehe in der Diskussion. Dass keine das ist eine wirkliche Problematik. Dass keine anderen Meinungen zugelassen werden. Insofern. Ist 2 und 2 ist 5 eine Meinung oder ist falsch? Das ist eine polemische Frage. Du wirst mir da eine Polemik vor. Nächstes Stichel. Aber der Grund, oder was ich sagen möchte, ist das. Auch weil du vorher gesagt hast, ja, punkto Corona, ne, sind wir alle irgendwie an der Wissenschaft vorbei und so weiter.
es ist immer das Gleiche. Es gibt Dozenten, die da sitzen und sagen, ihr seid lauter Volltrottel und das wirft mir ein Drittel der österreichischen Wähler vor, wenn man uns beleidigt damit. Ja. Wir sind nicht in der Lage, wissenschaftlich zu diskutieren oder zu argumentieren. Der Punkt ist der, dass es halt auch verschiedene wissenschaftliche Ansätze gibt, die man lesen kann und wo ich mir denke, in einem zivilisierten Land muss es auch möglich sein, das unterstützt Schweizer die Rechte, muss es ja auch möglich sein, dass man Diskurs führt. Also das Diskurs wird nur medial sofort abgedreht. Nein, und das ist das, was ich verurteile. Christian, das nennt man, um dich vorzubilden jetzt, das nennt man False Balance, sagen die Teutonen. Es ist nicht so, dass in einem wissenschaftlichen Diskurs zwei Meinungen gleichwertig sind, wenn zwei Leute in einer Diskussion sitzen. Ja, wer definiert, was richtig ist? Christian, wenn 90% der Wissenschaftler einer Meinung sind, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass die recht haben. Darauf würde ich vertrauen. Das hat mich für mich mit das Ideologie gar nichts zu tun. Bei jedem anderen Geschichte. Nein, bleiben wir dabei. Wenn 90% sagen, das ist so. Wer wählt die 90% aus? Schau, ich habe selber auch mal. 90% sind. Das sind. Das ist Common Sense, es gibt die WHO, Common es gibt Robert Koch Institute. Common Sense, das ist ein interessantes Thema. Die Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Diese Geschichte mit Pull-Faktoren und sonstigen Dingen. Ja. Das sind ja oft Dinge, die im politikwissenschaftlichen Bereich besprochen werden. So, und jetzt stelle ich da eine Preisfrage, wer den politikwissenschaftlichen Bereich dominiert. Die Linke! Ja, so ist natürlich. Es. Und dass 90% von ihnen dort sitzen, weil ein Rechter tut, der gar keinen Ansatzpunkt hat, ja, weil er ja von Haus aus dort nicht zugelassen wird und deswegen nicht zu den 90% verringern könnte, ist ja auch klar, oder? Da untersuchen Menschen, die sich genau anschauen, Fluchtbewegungen etc., schauen sie an, die Arbeiterkammer macht gerade so eine Kampagne, das müsstest du eigentlich unterstützen, das Recht nicht gehen zu müssen. Es wäre ja doch allen am meisten geholfen, wenn die Leute nicht gehen müssen. Und wenn du dir heute anschaust, die Flucht, sagen, warum die Leute gehen müssen, das ist Klimawandel, das ist Krieg, logischerweise in manchen Ländern, das ist ganz stark, Stichwort Lieferketten, wir beuten die dort aus. Wieder Ziegler einmal gesagt hat, wir brauchen den Afrikanern nicht mehr geben, wir müssen nur weniger stellen. Wenn man sich mal anschaut, dass zum Beispiel, es gibt Länder, da exportiert die Europäische Union Händelfleisch hin und hat dort den Markt, sodass die Bauern das nicht einmal mehr verkaufen können. Aber das ist jetzt der Punkt, wo es mir wirklich reicht mit der ganzen Scheinheiligkeit. Weißt? Weil wir kennen uns da ständig Menschenfeindlichkeit und sonst irgendwas vorwerfen lassen. Habe ich nicht gesagt? Nein, sinngemäß. Ja? Von anderen, auch nicht von dir. Aber und alle Grünen sagen, wir müssen jetzt auf Elektroautos umsteigen und so weiter und so fort. Und dann sind genau diese Elektrofahrzeuge die, wo irgendwelche Kinder in Afrika das Kobalt abbauen müssen dafür. Ja, sonst bauen sie die grünen Kobalt sagen dazu im Übrigen. Ja. So, ist jetzt die Frage, was ist da jetzt ethischer? Ja? Und das Ding muss irgendwie aufbauen. Jetzt musst du schon unter Druck sein, was du jetzt mit dem E-Auto kommst. Bist du deppert? Naja, nein, das ist aber nur ein Beispiel für die Doppelmoral, die es halt auch gibt. Nein, aber der Punkt ist im Prinzip müssen alle Kinder in Moria retten und das ist wirklich eine blöde Situation, in die dort gelangt sind. Da braucht man nicht einmal ansatzweise diskutieren. Ja. Auf der anderen Seite sagt aber die Verkehrsministerin Gewessler, wir müssen jetzt auf E-Mobility umstellen. Ja. Und wir fördern damit aber in Wahrheit die Ausbeutung von Kindern in Afrika. Das ist doch irgendwas, was sie moralisch aber nicht ausgeht. Und die Diskussion kann einmal fertig geführt. Und da gibt es aber keine Wissenschaftler. Es gibt unzählige Studien dazu. Sowohl was die Thematik der Batterien betrifft, als auch die Entsorgung von Müll, den wir noch kriegen. Ja, die kippt man dann auch wieder dorthin. Ne? Richtig, ist eine Sauerei. Dann haben wir einen Fluchtgrund. Ja, aber nur weil das eine schlecht ist, macht sich das andere nicht besser. Ich möchte das aber ganzheitlich diskutieren und mir geht dieses... Ja schon, aber was können die Kinder in Moria jetzt dafür? Mir geht dieses ewige obermoralische Gehabe furchtbar auf die Nerven, wo man sagt, wir können auch keine Lösungen anbieten. Das ist nur moralisch, schaut es besser aus. Ja? Aber wenn man auf der einen Seite für Fridays for Future demonstrieren und auf der anderen Seite steht ein 8-Zylinder-Stromaggregat, das die Lautsprecherboxen dort antreibt, ja? Dann ist es nicht fertig gedacht. Ja? Das heißt, ist dir scheißegal, wie es deinen Enkel mal gehen wird? Glaube ich nicht. Nein, ist mir überhaupt nicht egal. Aber nur, das sind die falschen Ansatzpunkte, die wir da jetzt haben. Ja, aber wie kommst du drauf? Du bist ja kein Experte auf dem Gebiet. Warum glaubt jeder Politiker immer, er kennt sie in jedem Bereich aus? Du, ich bin einfach nur seit 5 Jahren Verkehrssprecher. Ja. Und habe mich mit dem auseinandergesetzt und als Ausschussobmann im FIT-Ausschuss besuche ich einfach auch Betriebe, die sich mit dem auseinandersetzen. Und ich spreche auch mit Autoindustrie drüber. Ja. Zum Beispiel, also da kenne ich mich, glaube ich, schon ein bisschen aus, was das betrifft. Und nochmal, dass diese Batterietechnik, ja, wurscht, wo ich die habe. Ja. Und im Wald kannst du Solarzellen auch gleich dazu nehmen, das dann irgendwann einmal, wenn die seltenen Erden weg sind, die es im Übrigen nur die Chinesen gesichert haben und die Koreaner vielleicht noch. Ja. Also wenn das dann erledigt ist, ja, dann werden wir den Kindern auch nichts Besseres hinterlassen können, ja, außer einen Müllhaufen mit Sondermüll. Das heißt, also
nochmal. Es gibt aber ist eine politische Situation oder Position, dass man sagt, na gut, Klimawandel, da darf man jetzt nicht so übertreiben. Ist das nicht fahrlässig, ehrlich gesagt? Nein, ich habe jetzt nicht gesagt, man soll nicht übertreiben. Ich habe nur gesagt, weil du vorher über Wissenschaftlichkeit gesprochen hast, ja, und du hast gesagt, ja, und wir haben wissenschaftliche Wissen, das und das und das. Und die gleichen Wissenschaftler, die haben aber nicht erwiesen, dass diese ganze Batteriegeschichte einfach ein Irrlauf ist, so wie die Energiesparlampen damals. Natürlich muss man jeden Versuch unternehmen, um unseren Kindern eine bessere Umwelt zu hinterlassen. Ich denke, es passiert sehr, sehr viel in dem Bereich. Warnzeige da an, die kommen sehr viel herum. Was wir hier machen, ist sehr, sehr viel. Ja. Wir werden es aber nicht mit der Masse ändern können. Ja. Das Einzige, was wir machen können, ist, dass wir unsere Wirtschaft zerschießen, dass wir dann die Steuern nicht mehr verdienen können oder einnehmen können, mit denen wir unseren Sozialstaat erhalten, wenn wir wirtschaftlich dann erledigt sind. Ja. Und dann produzieren nur mehr die, wo es wurscht ist. Ja. Dann hast du halt nur mehr die Kohlekraftwerke bei den Chinesen oder irgendwelche Fabriken mit Arbeitsumständen, die vielleicht Fluchtgründe werden. Das Problem hast du dann. So, aber das heißt, wir einigen uns jetzt sozusagen auf die politische Situation, auf die politische Position und Einschätzung, dass nachdem der Planet sowieso im Arsch ist und eh alle tun, was sie wollen, sollte man auch alles tun, was wir wollen? Nein. Alles, was ja, auf das rennt es aus im Endeffekt. Weil wenn du heute in der Atmosphäre das CO2, das heute oben ist, ist nicht einmal die Hälfte von dem, was nur in den Permafrostböden ist. Wenn das auftaucht, ist zusammengekommen, dass einmal bei 6 Grad Erderwärmung und da kannst du wahrscheinlich ein Drittel der bewohnten Bereiche der Welt nicht einmal ins Freie gehen, ohne dass du gesundheitliche Schäden hast. Wir werden den Planeten nicht mehr ernähren können. Und das ist das, was mir eigentlich so stört, ist gar nicht einmal, wenn einer jetzt Deutschnational ist oder irgendwas, das mir wurscht. Das waren Sozialdemokraten, hat es mehr Deutschnationale bei den Roten gegeben, als euch überhaupt gegeben hat. Ja? Nur, ich darf nicht vergessen, das ist ja Burschenschaft, aber. Ja, ist mir alles wurscht. Ja. Auch den Theodor Herzl nicht im Übrigen. Ja, alles okay. Es war damals wahrscheinlich noch etwas anders als heute. Nur der wesentliche Punkt ist mir, ich möchte auf zwei Punkte in Wahrheit zusammenbringen, dass ich sage, einerseits, ich rede immer vom kleinen Mann und andererseits vertrete sie nur die Interessen in Wahrheit der Großindustrie. Und auf der anderen Seite diese unfassbare Wissenschaftsfeindlichkeit. Entschuldigung, wer gegen Vermögenssteuern? Gegen Erbschaftssteuern, wenn ich heute will, wenn ich der Vertreter des kleinen Mannes bin, dann will ich, dann dass will der sich mit seiner lebenslangen Arbeit ein Häusl gebaut hat irgendwo, dann möchte ich nicht, dass das Enkel okay. Dann schlussendlich von dem Häusl nichts mehr hat, weil es dreimal vom Finanzminister ausgesackelt wurde. Ordnungsruf. Das möchte ich nicht. Wer kann sich da in Wien als kleiner Hackler nur ein Häusl bauen? Das ist wer kann sich in einer Frage, Stadt in Österreich, das ist wurscht, die Frage, wie sie warum regiert wird, in einer sozialdemokratisch regierten Stadt nicht funktioniert? Nein, Wels ist blau, Innsbruck ist schwarz wahrscheinlich, nein, grün jetzt, völlig wurscht. Da geht es ja nicht um, ihr müsst einmal aus eurer Politiker-Schell rausbringen, dass es da um Parteien geht, da geht es um gesamtgesellschaftliche Entwicklung. Heute kann sich im urbanen Bereich kein normaler arbeitender Mensch Eigentum leisten. Wenn du da zahlst für 100 Quadratmeter Wohnung 600.000, 700.000, Christian, das geht sich ja nicht aus. Richtig, da bin ich vollkommen d'accord mit dir. Und warum ist dann, und da sind wir jetzt beim vorigen Strichel, warum ist dann die Position für euch nicht vertretbar, dass man sagt, wir sollten eigentlich die einzige Einkommensart, die es gibt, die mit der eigenen Leistung verbunden ist, Arbeitseinkommen, entlasten, aber dann keine Erbschaftssteuer, keine Vermögenssteuer. Erben ist ja keine Leistung, außer du bringst deine Eltern vielleicht selber um. Aber das würde ich ja nicht empfehlen, weil es moralisch verwerflich ist. Dann müsstest du aber wissen, dass du nicht erbberechtigt bist. Ne? Weil es sogar noch mehr als grober Unterhalt ist. Ne? Aber wo ist das für Eintreten für den kleinen Mann? Schau, du hast gesagt, warum, ich möchte es nur aufdröseln, was du gesagt hast, warum das da nicht mehr möglich ist, und das ist wirklich ein Problem, das merkt man überall, wo es ein bisschen urbaner wird, dass nichts mehr leistbar ist. Wenn du heute eine Eigentumswohnung hast, ja, die nicht das Gelbe vom Eis und musst dort 400 Euro abdrucken, dann läuft was schief. Ja. Dann stelle ich mir aber die Frage, was ist im sozialen Wohnbau in den letzten Jahrzehnten schiefgelaufen? Ich kann das sagen. Der soziale Wohnbau ist schwarz und rot dominiert. Geh bitte herauf. Was sind die Wohnbaugenossenschaften? Das ist ja Blödsinn mit diesen Wohnbaugenossenschaften. Das stimmt schon, dass die rot und schwarz sind. Nur du kannst dieses Wohnproblem ja nicht lösen, indem du, weiß nicht, beliebig viele Sozialwohnungen baust, sondern du musst einmal das Grundproblem lösen, dass 1%, 50% der Immobilien besitzt. Na Moment, halt. Sozialer Wohnbau ist natürlich dazu angetan, genau diesen Immobilienbesitzern natürlich die Möglichkeiten von Mieten, die sie eintreiben, und die sind ja auch exorbitant hoch oft, ja, dass man das drücken kann und dass man dann Druck aus dem Markt rausnimmt. Und ich stelle mir schon die Frage, was hat der soziale Wohnbau, dominiert von Rot und Schwarz, in den letzten Jahrzehnten zusammengebracht? Nichts außer, und das ist die Kritik, die ich übe, Gelder in die Parteikassen gebracht. Weil wenn wir schon vorher über Korruption im Ibiza-Untersuchungsausschuss und so weiter das Thema gesprochen haben, ja, dann ist auch das für mich ein Bereich, wo man wirklich einmal nachschauen muss, wo sind eigentlich diese ganzen Fördergelder gelandet? Wer hat die Wohnbaugenossenschaften? Ist das nicht eine Parallelfinanzierung für die zwei großen Parteien in dem Land? Aber es
heißt, und sie sind offensichtlich mit diesem Eingriff, damit Wohnen billiger wird. Es braucht nicht sowas wie Mietzinsobergrenzen oder so. Es braucht auf jeden Fall keine kalte Enteignung von Bürgern. Und wie gesagt, das trifft ja nicht die Zinshausbesitzer alleine, sondern wenn du sagst, das Immobilieneigentum ist zu einem gewissen Prozentsatz in privater Hand, ja. 1% besitzt 50% der Immobilien. Aber im Grunde musst du trotzdem mal anschauen, wen erwischst du dabei aller mit? Man muss sich das einmal so überlegen. Ja? Das heißt, also ich möchte sicher nicht haben, dass ein Häuselbauer, der im Schweiße seines Angesichts, wie vorher gesagt, dieses Haus gebaut hat, nachdem er 40 Jahre herumgeruckelt hat, dass das 1,5 Generationen später vom Finanzminister abgesaugt worden ist, der dann so wieder kurz Inserate in irgendwelche Zeitungen schaltet, damit die regierungsfreundlich berichten. Das ist, glaube ich, nicht die das Kohle, das ist nicht die Kohle, die dem Blümel jetzt in die Hand drucken würde, dass er da eine ÖVP-Werbung damit macht und damit gleichzeitig unsere Häuselbauer abzockt. Das sehe ich so nicht ein und da habe ich einen anderen Zugang. Okay, aber das führt dazu, dass deine kleinen Leute, die du angeblich vertrittst, halt unleistbare Mieten zahlen. Im Umkehrschluss. Wenn du da nicht der Staat so funktionieren würde, wie er funktionieren müsste, und wenn wir uns tatsächlich zum sozialen Wohnbau bekennen, dann müssten derart viele Wohnungen gebaut werden, zum wirklich vernünftigen Tarif und zu vernünftigen Mietpreisen, dass der Druck oder die Möglichkeit für die privaten Vermieter herausgenommen wird, da exorbitante Mieten zu verlangen, ist relativ einfach die Rechnung. Naja, das glaube ich nicht, weil wenn du halt die Situation hast, dass du Grundstückspreise hast, wo der Quadratmeter 300, 400, 500 Euro kostet im Umland von Städten, dann wird sich halt das keiner leisten können. Ja, das hängt aber auch mit was anderem zusammen, das möchte ich auch noch ganz kurz sagen, weil die Infrastruktur ist immer ein Thema bei mir. Ja. Hängt auch damit zusammen, dass die meisten Infrastrukturinvestitionen natürlich in Städten gemacht werden und nicht bei mir in der letzten Ortschaft im Bezirk Lilienfeld, weil dort hast du nämlich die Abwanderung und dort hast du Grundstückspreise, die irgendwo bei 20, 30, 40 Euro liegen. Ja. Weil ja gut, dort für die Infrastruktur nicht. Das muss man ja, die ehrliche Frage muss man ja stellen. Also meine Nachbarn, meine Nachbarn mögen mich alle, weil die wissen ganz genau, bei mir gibt es auch Bier, wenn sie in die Garage kommen. Auch in Corona-Zeiten, aber wer es nicht gesagt. Eben, Corona-Zeiten, gutes Stichwort Kickl. Der Nicht-Maskenträger Neiger Obmann findet gleich mal die Identitären leibend. Jetzt hat man zuerst einmal ein Angebot gemacht und gesagt, man muss kurz weg, aber die Frage ist, was kommt dann? Wie kann man mit euch zu einer überhaupt, wie auch immer, gestalteten Ort der Zusammenarbeit kommen, wenn der Kickl sich jetzt gleich hinstellt und so Leute wie den Martin Sellner und andere Identitäre für paktfähig hält? Das wird nicht funktionieren. Also ich glaube, das ist jetzt ein bisschen überzeichnet, wie du es gesagt hast, sondern es gibt gewisse Bereiche, wo man mit den Identitären einer Meinung sein kann. Nicht muss, aber kann. Das sind bei uns jetzt zum Beispiel zwei Bereiche, die da ähnlich gelagert sind. Das eine ist die Zuwanderungsthematik, die wir vorher ausreichend diskutiert haben. Und das andere sind aber auch so Sachen wie zum Beispiel ein Nein zur Atomkraft. Ja. Das müsste ja in Wahrheit auch an jeden Grünen taugen, dass du das sagst. Aber es gibt natürlich immer thematische Schnittmengen. Das kann man doch keiner auf die Idee, wenn ein Identitärer sagt Nein zur Atomkraft oder überspitzt man es. Wenn Gottfried Küssl sagt, er ist gegen die Atomkraft, sogar der Küssl ist mein Haberer. Gottfried Küssl ist mehrfach verurteilter Straftäter. Das ist ein bisschen ein Unterschied. Aber ich bin dagegen, dass man Gruppierungen, nur weil sie einem gerade politisch nicht gefallen und in den Kram und ins Konzept passen, ja, dass man die per se verurteilt. Und da bin ich jetzt aber noch nicht einer, der sagt, mit den Identitären möchte ich jetzt jeden Tag zusammenarbeiten. Ja. Ich bin einfach nur der Meinung, dass eine Demokratie auch andere Meinungen aushalten muss. Und solange nichts strafrechtlich Relevantes dort passiert, ja, dann sollen die als politische Gruppierung auch sein. Warum muss man die bedienen als FPÖ? Was bringt das? Das sind 0, irgendwas Prozent. Es gibt thematische Überschneidungen, die automatisch dazu angetan sind, dass man die auch politisch bedient und auf der anderen Seite heute das, was Sie sagen, aber auch nicht alles für einen kompletten Blödsinn. Das ist einfach immer so. Es gibt immer Überschneidungen. Ja. Wenn jetzt die grüne NGO Schieß mich tot sagt, ja, wir sind gegen Atomkraft, dann wird das auch unterstützen. Die SMS wahrscheinlich nicht mit dem Attentäter von Christchurch und kriegen von dem Spenden. Naja, das mit dem SMS, das ist einmal so eine Sache. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über Attentäter und sonstige Dinge reden, dann würde man jetzt eine zweite Sendung brauchen, wenn man irgendwelche Verwicklungen von linken Parteien zu linken terroristischen Gruppen in Europa diskutieren wollen. Und da möchte ich jetzt gar nicht bei den Roten Brigaden anfangen und möchte auch nicht in Ebergassing aufhören. Also wenn wir über das diskutieren wollen, würde ich vorschlagen, machen wir eine eigene Sendung. Ich habe da eh schon eine Nachhilfe gegeben heute über False Balance. Die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Jetzt im Urschuss kommt da jetzt noch was? Wie wird es denn kurz aufstellen, die nächsten Wochen oder nicht? Also ich glaube, das Wesentliche ist, was wir jetzt noch herausarbeiten müssen und wahrscheinlich auch in einem zweiten Untersuchungsausschuss, weil die halt noch immer denken, sie können das durchtauchen. Wir müssen, glaube ich, wirklich den Druck auf die ÖVP erhöhen. Wir müssen vor allem auch jetzt die Zeit noch nutzen, die uns bleibt, erstens einmal die letzten Befragungen durchzuziehen und auf der anderen Seite aber auch den Sommer dazu verwenden, dass wir die Akten, die wir haben, 1,5 Millionen Seiten,
zwei Fußballfelder nebeneinander kriegt alleine auf Stufe 3 von Blümel geliefert, ja, dass wir die jetzt noch durcharbeiten. Wir können zwar keine Leute mehr befragen, aber, und das ist ein wesentlicher Punkt, wir können es zumindest in unseren Bericht einarbeiten. Und das ist das, was wir jetzt machen werden. Und damit glaube ich auch, dass wir den Druck nach wie vor hochhalten können. Und dann müssen wir in Wahrheit schon daran arbeiten, wie es weitergeht. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, weil er erst aufgepoppt ist, mitten im Untersuchungsausschuss noch fehlt. Das ist der Punkt Wirecard. Wir haben mit Abgeordneten aus Deutschland gesprochen, die gesagt haben, jeder Aktendeckel, den du so dumm traust, da steht entweder Österreich oder ÖVP drauf oder beides. Und ich denke, dass das ein Skandal ist, der bei uns noch kündlich draußen gehalten worden ist, der aber in Wahrheit ins direkte Umfeld von Sebastian Kurz führt, Stichwort Christian Braun und so weiter und so fort, der im Think Tank von einem gesessen ist. Also alles das noch Punkte, wo es noch sehr schwierig werden wird für die ÖVP. Und ich glaube, am Ende wird irgendwann einmal der Druck zu viel werden. Du hast mit einem Linken geredet, war es schlimm? Nein, ich habe es eigentlich ganz interessant gefunden. Ein paar Themen kann ich nicht unterschreiben, aber ich glaube, das war von Haus aus klar. Aber die können auf die eingrenzen, das nicht verstanden hat. Ich habe nur bemerkt, dass die Linken schwache Trinker sind, weil der Wein noch nicht klar ist. Ja, aber das liegt daran, dass wir schon warm in der Geisteskraft arbeiten. Ja, okay, aber den werden wir jetzt auch noch weg da trinken. Meine Damen und Herren. Ich habe auch noch eine Frage, ganz kurz. Du frag mich. Ja, du hast erst mal so einen bösen Rechten eingeladen in der Sendung, war das schlimm? Überhaupt nicht. Ich kenne genügend Rechte in meinem privaten Umfeld. Also das ist ja die Illusion zu glauben, dass man sich immer nur in den eigenen Blasen bewegt. Natürlich sind das die, die sozusagen die eigene Meinung bestärken, so wie deine Rechten die bestärken sozusagen die Linken mich. Ich bin nur der Meinung, wenn ich heute, so wie ich lebe im Waldviertel, in einer 100% ÖVP-Gemeinde, wenn ich mich da nur mit den Leuten unterhalten würde, die meiner Meinung sind, dann war er die wahrscheinlich relativ allein. Hat er da noch keine Raul aufgestochen oder irgendwas? Nein. Das trauen sie sich nicht, weil du erzählst nur das, der hat einen Tesla, der muss was sein. Ne? aber der wesentliche Punkt scheint mir zu sein, dass wir als Gesellschaft nicht weiterkommen, wenn wir nicht mehr miteinander reden. Das ist für mich ein wesentlicher Punkt. Ich weiß, nachdem du Politiker bist, dass viele dieser Dinge, die du von dir gibst, wahrscheinlich, wenn die Kamera aus ist, relativierungsbedürftig sind, klar, weil man bedient halt auch sein Publikum. Aber was ich nicht glaube, ist, dass wir weiterkommen, wenn wir sozusagen eine Politik immer weiter im Vormarsch sehen, die auf Spaltung abzieht. Und die Spaltung meine ich damit, dass man ständig auf die Leute hinhaut, die sich eh nicht wehren können. Damit macht sie ihre Stimmen, nämlich nicht nur der Kurz, sondern auch ihr. Aber das halte ich für einen ziemlichen Blödsinn, muss ich ehrlich sagen. Mag dein Zugang sein, aber ich glaube, dass wir insofern nicht beim Thema sind, als dass wir momentan ganz andere Probleme haben. Die Spaltung der Gesellschaft ist durch verschiedene Faktoren hervorgerufen worden. Was wir aber jetzt gerade abarbeiten müssen und deswegen ist was, wo wir echt eine neue Lösung brauchen, ist den tiefen Staat der ÖVP einmal aufzudröseln und damit die Leichen von der ÖVP auszugraben, um den Staat einmal überhaupt wieder funktionierend zu machen. Denn es ist die Justiz ein Problem, die ist ÖVP-dominiert, es ist das Innenministerium ein Problem und das Finanzministerium ist komplett durchseucht. Also wenn wir das nicht lösen können, dann brauchen wir uns über alle anderen Randthemen, die uns beiden vielleicht wichtig sind, gar keine Gedanken machen, weil dann haben wir ganz andere Probleme. Schauen wir. Christian, danke. Danke auch. Meine Damen und Herren, ein freiheitlicher bei Bussi Fussi, ne? Puh. Vielleicht nehmen Sie was mit. Wenn nicht, dann nicht. Ich habe es überlebt. Ich habe es streckenweise sogar genossen. Jetzt ist meine Zunge auch schon schwer vom weißen Spritzer, den wir nicht ganz ausdrucken haben. Ja, nächste Woche das Kontrastprogramm. Aber das sage ich nicht am Schlussappell.